Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, der Red Winter auf Bavmo geht nun weiter. Nachdem unsere neue Rubrik 5 Dinge gegen so gut angekommen ist bei euch, kommt nach dem Intro nun das Pendant dazu, 5 Dinge, die für einen E36 sprechen. Doch bevor wir anfangen, wollen wir euch darauf hinweisen, dass unser eigener Shop endlich online ist. Wer also noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann eins von unseren 100 streng limitierten BMW E30 M3 Postern bestellen. Die Poster haben DIN A3 Format und sind aus sehr hochwertigem, dicken Fotodruckpapier. Kostenpunkt nur 9,90 Euro und wie zuvor erwähnt auf 100 Stück limitiert. Wenn weg, dann weg. Den Link zum Poster und zu unserem Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Heute zeigen wir euch 5 Dinge, die für einen BMW E36 sprechen. Nummer 1. Die Motoren. Die Motoren im E36 sind bis auf kleinere Ausnahmen echte Sahnestücke. Sei es die Haltbarkeit, die Leistungs- oder die Drehmomentsverläufe oder auch die Verbräuche. In allen Punkten waren die Motoren ihrer Zeit ihrem Segment voraus. Die niedrigen Verbräuche, bei ganz normaler Fahrt, nicht bei artgerechter Haltung, waren damals das Maß aller Dinge und können sich sogar heute in Zeiten von Downsizing und 0,1 Liter Halbzylindern absolut sehen lassen. Latscht man aber richtig rein in den Koffer, genehmigen sie sich natürlich auch schon ein paar Liter mehr. Doch kommen wir direkt zum nächsten Punkt bei den Motoren, den BMW sehr gut umgesetzt hat. Die Sportlichkeit, die Elastizität und der Leistungsverlauf sind absolut top und im direkten Vergleich mit anderen Herstellern auch deutlich überlegen. Die Sechszylinder, besonders die M52 in den Facelift-Modellen 323 und 328i, streuen leistungstechnisch stark nach oben. Ein M52, der gut im Futter steht, hat nicht selten gut 5 bis teilweise sogar 15 PS mehr als die Werksangabe. Habt ihr einen E36? Wenn ja, welchen Motor habt ihr verpflanzt? Lasst es uns in der Kommentarspalte wissen. Nummer 2. Der Heckantrieb. Nun gut, es gab natürlich einige Fahrzeuge mit Heckantrieb, doch hatte kein anderer Hersteller in diesem Segment so eine gute Technik bei zeitgleich einfacher Möglichkeit, das Heck um die Kurven zu werfen. Sogar ein einfacher kleiner 316i kann kinderleicht in einen kleinen Drift eingeleitet und präzise gesteuert werden. Mit den größeren Motorisierungen geht das natürlich zunehmend leichter. Noch dazu war für einige Modelle optional ein Sperrdifferential ab Werk dazu bestellbar mit 25% Sperrwirkung. Doch trotz der guten, nennen wir es mal, Driftbarkeit, konnte man trotzdem präzise durch die Kurven fahren, ohne dass das Heck ausbricht. Keins uns bekanntes Fahrzeug war so gut kontrollierbar in dieser Zeit, obwohl genau dieser Spagat zwischen Drift und Schnellsein sehr schwer ist. Nummer 3. Richtungsweisendes Design. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das Cockpit fahrergeneigt ist, was auch nicht falsch wäre. Doch ist das nicht mit richtungsweisend hier gemeint? Gemeint ist die Anordnung der Schalter und Mittelkonsole, die von einigen anderen Herstellern ebenfalls in ähnlicher Form übernommen wurde und die sich in deutlich modernisierter Form bis über die Modern Era und heutigen BMWs hingezogen hat. Wenn man einmal die Innenräume vergleicht, bemerkt man schnell die Parallelen, die BMW bis heute aufgreift und auch die Anordnungen, die andere Hersteller sich zu eigen gemacht haben. Seht ihr die Parallelen zu heutigen BMWs? Zeigt es uns in der Umfrage oben rechts in der Infokarte. Nummer 4. Die Vielfalt. Der E36 wurde in so vielen verschiedenen Varianten gebaut wie kein anderer in diesem Segment. Will man eine Limousine? Kein Ding, kauf dir einen E36. Willst du ein Coupé? Ebenfalls E36. Ein Kombi? Klar, hol dir einen Touring. Ein Cabrio? Bro, E36. Du willst etwas Kompaktes mit großer Heckklappe, aber kein Kombi, was mehr so in die Richtung eines Hatches geht? Gönn dir einen Kompakt E36.
Oder vielleicht doch eine Limousine, die ein Schläferstündchen mit einem Cabrio hatte? Klar, da gab's doch was vom Bauer. Mehr Türen und weniger Dach? Oder vielleicht doch lieber ein Roadster? Klar, greift zum Z3. Denn auch dieser war ein kompletter E36. Vielleicht darf es auch ein Sportcoupé sein. Klar, dann ab zum Turnschuh E36. Selbst den M3 gab es als Limousine, Coupé, Cabrio und als Z3M Roadster. Und Sportcoupé. Also ganze 5 Varianten des Topmodells. Da stimmt es einen eher traurig, wenn man bemerkt, dass heutzutage immer mehr Varianten verschwinden. Wie man sieht, gab es eine schier endlose Palette an Modellvarianten für den E36. Man wurde quasi mit Modellvarianten zubombardiert. Und es war für jeden etwas dabei. Heutzutage wurden die meisten hiervon in andere Serien aufgeteilt. Aus dem Nachfolger des E46 Kompakt wurde dann die 1er-Reihe und aus dem Coupé und Cabrio einige Modelle später die 4er-Reihe. Und auch die Roadster bekamen auf dem Z4 ihre eigene Plattform. Ich persönlich fahre eine Limousine, weil diese leicht und sehr verwindungssteif ist. Für welche Karosserie habt ihr euch entschieden und welchen besonderen Grund gab es dafür? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Selbst ist der Mann oder die Frau. Nun gut, es ist bekannt, dass man an alten Autos relativ leicht schrauben kann. Doch ist beim E36 nahezu alles relativ leicht zugänglich. Natürlich gibt es auch einige Dinge, die eine Qual beim Wechseln darstellen und für 50-fach gebrochene Finger gesorgt haben. Doch sind die meisten Teile ziemlich leicht ersetzbar und heute nach vielen Jahren auch günstig durch Drittanbieter zu ersetzen. Ausgenommen Sensoren, wir predigen immer wieder Sensoren immer nur original BMW. Noch dazu ist der Motorraum und auch die Verkabelung bei BMW dermaßen typisch deutsch aufgeräumt. Wobei, typisch deutsch, andere Hersteller waren da ein wenig unübersichtlicher. Nennen wir es mal lieber altmodisch und klischeehaft, so wie japanische Touristen meistens von Deutschland denken. Jeder Kabelverlauf war strikt durchorganisiert. Wahrscheinlich saßen in München mehrere Ingenieure monatelang daran, jedes Kabel perfekt zu verlegen, sodass es schon an Kunst gleicht. Wenn man die Motorhaube öffnet, kann man selbst einem Laien relativ leicht und anschaulich alles erklären, das perfekte Einsteiger-Schrauberauto. So Freunde, das waren unsere ersten Top 5 Entscheidungen, die für einen BMW E36 sprechen. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir euch noch einmal daran erinnern, dass ihr uns nach wie vor über PayPal und Patreon unterstützen könnt, um den Kanal am Laufen zu halten und übermäßige Werbung von Dritten zu vermeiden. Die Produktion unserer Videos kostet enorm viel Zeit und sind mit nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Wenn ihr die 5. Staffel sehen und unterstützen wollt, dann spendet uns doch gerne einen Betrag eurer Wahl über PayPal oder Patreon. Den Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Unterstützen könnt ihr uns übrigens auch, indem ihr unsere Produkte in unserem Onlineshop bestellt. Nach und nach werden wir immer mehr unsere eigenen Produkte in den Shop stellen, die uns dabei helfen sollen, den Kanal zu finanzieren und uns am Leben zu halten. Wir danken jedem Ehrenabonnenten im Voraus für seine Unterstützung. Natürlich dürft ihr auch den Daumen hoch und das Abonnieren nicht vergessen. Vergesst auch nicht, euch die Top 5 Gründe, die gegen einen E36 sprechen, anzuschauen, um das Gleichgewicht zu finden und euer E36 Chi wieder zu stabilisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Bavmo Crew.